Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 Let's Play Edition von Shadowlon. Yeah, beim letzten Mal haben wir uns schon ein bisschen hier im Wüstenpalais umgesehen. Und nun, liebe Leute, werden wir uns aber hier richtig mal unseren Forschungsdrang ausleben und mal ein bisschen hier umsehen. In diesem Gebiet von Kuja. Hier sehen wir immer noch die Stadt. Ah ja, genau, so musst du dann alles machen. Man muss dafür sorgen, dass die beiden Statuen nach links und nach rechts gucken. Und damit wird dieser Weg geöffnet. Wuhu, cool. Und was macht der jetzt nochmal? Da bin ich überfragt. Vielleicht ist das der Weg zu einer Perle. Ja, schon cool. Hab ich gerade voll vergessen, dass das so ging. Okay, also zumindest taucht da schon mal... ich wollte schon sagen. Da haben wir schon mal einen Kerzenständer. Sehr schön. Noch passiert ja aber nichts. Aber wahrscheinlich müssen wir dann eine Kerze aktivieren, denn hier müssen wir mit den Mächten von Licht und Schatten spielen, Leute. Oh, das klingt so episch. Obwohl es gar nicht so episch ist, aber da kommt noch schon mal der erste Kampf. Oh, und da haben wir gleich mal neue Gegner hier. Darf ich mir vorstellen, das ist ein Qual. Und ja, diese Qual können echt schrecklich sein. Oh Gott, ey, wie soll das... Denn Qual sind wirklich starke Gegner, die man auf keinen Fall unterschätzen darf. Vor allem, wenn sie diese Aufladenfähigkeit haben. Denn jetzt könnt ihr rein theoretisch uns mit einem Angriff kaputt machen. Und das machen sie wirklich gerne. Also heißt es nun wirklich schnellstmöglich vernichten das Mistvieh. Was auch zum Glück jetzt schon passiert ist. Hui! Einzelne sind zum Glück nicht so schwer. Allerdings, wenn es dann verhäufigt, wenn es dann mehrere werden, dann könnte es böse werden. So. Alles klar. Übrigens, Leute, ich muss jetzt mal vorübergehen, also kleine Aufnahme muss man für die nächsten paar Parts vielleicht so ein bisschen meine Aufnahmeart ändern. Die 20 Minuten werde ich immer noch beibehalten. Ich werde aber nicht mehr vor dem Part diesen Part fürs verabschieden, weil ich muss jetzt eine Aufnahmesession machen, weil ich gerade keine Stoppuhr habe. Oh Gott. Warum erkläre ich das überhaupt? Damit ihr wisst, warum sich auf einmal hier was geändert hat. So, also schauen wir uns mal hier weiter oben. Hier müssen wir irgendwas machen. Ich glaube, hier müssen wir die Fackeln ja machen. Und jawohl. Und je nachdem, wie wir die Fackeln anmachen, kommen wir hier weiter oder auch eben nicht. In der Mitte taucht dann halt auch eine Perle irgendwie auf. Sehr schön. Haben wir schon mal die beiden Wege geöffnet. Allerdings würde ich auch gerne noch versuchen, da irgendwie einen Ketz dran zu kommen. Da oben sehen wir schon eine weitere Perle. Wuhu! Wir haben Fortschritt, wenn auch nur gering. So, machen wir mal hier weiter oben. Hier haben wir gleich drei Fackeln. Ich glaube, wir müssen die in der richtigen Reihenfolge betätigen. Damit wir hier nicht die Reihenfolge, sondern die richtigen anmachen. Okay, hier haben wir den Weg wieder dicht gemacht. Okay, machen wir erstmal alle drei an. Okay, jetzt haben wir beide Wege da verschlossen. Machen wir da jetzt die Fackel hier aus. Und es tut sich nichts. Okay. Dann machen wir doch mal wieder die obere aus. Ist der Weg wieder frei? Okay, und warum flackert das nicht Bildschirm? Oh Mann, nervig! Gut, machen wir jetzt mal wieder die hier aus und tut sich... Tut sich auch noch nichts. Das ist natürlich jetzt voll Tofte. Machen wir jetzt die hier wieder aus. Ist der Weg wieder frei? Okay. Machen wir nur die hier an. Und gehen wieder rüber. Mal sehen, vielleicht müssen wir auf beiden Seiten die Fackeln richtig an- oder ausmachen, um hier voranzukommen. Ich hab das hier dummerweise ein bisschen vergessen. Ach, hier ist auch noch eine dritte Fackel. Voll übersehen. Wow. Okay, alle drei Fackeln an und Weg frei. Sehr schön. Machen wir jetzt mal die Fackeln hier auch noch an. Und die Fackel hier auch noch mal an. Und die Statuen sind auch weg. Jetzt machen wir noch die Fackel hier unten an. Oh, geht gar nicht. Gut, wahrscheinlich müssen wir dann die anderen beiden Fackeln auf der Seite auch noch anmachen. So, aber zack. Dicht wieder. Dann noch die Fackel da unten. So, ist der Weg da auch zu. Sonst tut sich hier nichts. Jetzt können wir wahrscheinlich die Fackel da unten anmachen. Jawohl. Damit wird der Weg geöffnet. Und die nächste, die zweite Perle öffnet sich uns. Ist uns sichtbar. So. Opfergabe der Kraft. Du, der diese Path behütet, ziehe die Kette seit ihrer magischen Kraft. Klar, nehmen wir doch mal gleich mal mit, die Kette, ne? Und wir erhalten die...
die Fußkette. Ha, die können wir gebrauchen. Und da tauchen schon wieder Gegner auf. Manometer. Also ich bin mir sicher, ich habe das Gefühl, in anderen Teilen waren die Qual stärker. Na egal, wollen wir uns erstmal weiter hier in Wüstenpalais umsehen. Und wo sind wir denn jetzt? Ah, hier haben wir wieder eine... Moment, da war gerade hier... Ich habe gerade was gesehen über Alkohol, bin mir ganz sicher. Hier hatten wir rein theoretisch wieder eine Perle. Aha. Na gut, wir mussten einfach nur die andere Kerze da noch machen. Und damit finden wir die nächste Perle. Ich glaube, es gibt 8 Perlen zu finden. Du, der den Palast behütest, entziehe der Rüste die Kraft des Widerstands. Und noch eine Rüstung. Wunderbärchen. Und damit kriegen wir die... Stahlrüstung. Haben wir nicht schon? Egal. Geschenken-Gau. Schau mal nicht ins Maul. Wie heißt so schön, ne? Und dann, ich glaube, hier können wir auch... Ja, hier können wir auch noch hoch. Hier konnten wir auch noch hoch. Und machen wir die Kerzen hier auch noch an. Und guckt doch mal, was für ein schönes Wandbild. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, das hat irgendwas mit einer vorherigen Fall der Felsenzeit zu tun. Wie gesagt, ich bin mir dessen aber nicht ganz sicher. Und da tauchen schon wieder Gegner auf. Ich hoffe, keine M&M's. Ohne Scheiß, die Qual waren wirklich schon mal stärker. Naja, was soll's. Mal sehen, Reich hat was Neues gelernt. Vielleicht können wir auch was Neues geben. Ich meine, wenn wir schon dabei sind, dann können wir den Leuten auch hier immer was Neues beibringen, oder? Finde ich jedenfalls. Moment, da war was. Autopotion. Jetzt haben wir doch gerade durch Uriel, ne? Jupp, und auch Level Up. Da lernt ja der was. Da lernt ihr. Vago Kram, okay. Ah, Moment, ich meine, der Goldhändler können wir auswählen und nix. Witzig. Okay, aber sonst hier. Raya-Kittel. Oha, da waren wir ganz wenig. MP plus 10% sind wir schon bereit. Sind und hier können wir wahrscheinlich auch nichts Neues geben, oder? Oh, doch, 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 da war eine ganze Menge. Pokerherz, yay. Na gut, die Gabe, da gibt es immer nur Vollmond. Und dann wollen wir mal weiter hier umsehen, ne? Okay, hier geht's durch. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Hier führt uns das zur nächsten Perle. Ah, ne, hier ist die Bücherei. Dann gehe ich erstmal wieder zurück. Denn hier zur Bücherei geht's weiter. Aber da unten war noch ein anderer Weg. Und naja, ich möchte halt schon, wenn es geht, alle Perlen sammeln. Denn das sind nicht nur nutzvolle Items. Nein, nein, nein. Das hat noch einen anderen Vorteil. Welchen Vorteil wir aber davon haben, werde ich zu passenden Zeitpunkt schon sagen. Und, oh, haben wir hier. Hä? Da geht's auch nicht lang. Ups. Jo, da geht's nur nach oben. Hoppala. Mein Fehler, Entschuldigung. Naja, was soll's. Shit happens, sage ich dann nur. Außerdem, neue Gegner, neues Glück, neue Erfahrungspunkte und da oben sehen wir die neue Perle. Yeah. So, wie kommen denn die ran? Gute Frage, gehen Sie mal. Hier muss auf jeden Fall die Kerzen hier anscheinend, Gerüchte der Weisen. Das Dekor des Lichtes am heiligen Fenster zeigt den Weg der Weisen. Okay. Allerdings, wir müssen die Kerzen hier machen, damit sich hier alles hier verschiebt und so. Das weiß ich noch, aber... Wofür ist diese Leiter da gut? Egal. So, ich glaube, die hat uns nichts zu sagen, aber die Kerzen hier konnten wir anmachen oder auch nicht. Wie geht's hier weiter? Ah ja, da. So, dann machen wir die Kerzen hier. Und, ah ja, dann taucht da... Ach so, ah. Wir machen hier den Weg frei, dann kommen wir hier hoch und dann können wir hier die Kerzen anmachen. Wahrscheinlich wieder die richtige Reihenfolge. So, dadurch öffnet sich dieser Weg und der Engel versteckt seinen Kopf und dafür sind die Beine sichtbar. Dadurch kommen wir aber auch zu der Perle. Du, der den Palast behütet, erzähl den Armreich die Kraft des Ausweichens. Dadurch bekommen wir... Keins Armreich. Kein. Lecker. Kein Lecker, klar. Oh Gott. Mit mir ist auch nicht mehr weit hin. So, die Kerzen hier kann ich nicht anmachen. Hier, die Kerzen habe ich angemacht. Da gucken wir mal, ob ich die Kerzen da oben anmachen kann. Jo, kann ich. So, Weg versperrt und nun sehen wir noch einen Durchgang. Aber das, die Zeichnung, was aber darstellen soll, kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Hier geht es mit... Oh, die Treppe nach oben. Okay. Ah ja, hier haben wir nochmal was Bilder. Block. Und ich glaube, wenn wir die Treppe weiter hochgehen, kommen wir nochmal zu Wandbildern. Oder zum Ausgang. Also vorbei. Ne, nochmal Wandbilder. So, dann machen wir hier an und dann Block. Wunderschön. Was für richtig schöne Bilder. Richtig schöne Bilder. So, damit haben wir diesen optionalen Weg auch beendet und kommen nun hier unten durch. Südle. Dann wollen wir doch mal jetzt hier diese Kerzen anmachen. Komm.
Damit geht diese Bücherei hoch. Und da ist noch ein Durchgang. Ich glaube, das ist das die Pforte zur Hölle oder so. Dadurch können wir diese Kerzen jetzt dann machen. Genau, die hier. Komm, mach an. Pluck. Und es passiert soweit nichts. Zumindest nichts Erkennbares. Allerdings können wir jetzt da hinten durch, diese Wand hier. Gut versteckt, ne? Und hier haben wir ein... Ist das hier Mockpock? Ist das der... Ach, mit denen haben wir den Brief noch bekommen. Vielen Dank, Kupo. Vielen Dank, Kupo. Ich liebe Briefe, Kupo. Vom Mojo an Mockpock. Man erzählt sich, dass kein geringerer als Stiltskin jetzt losziehen, um herauszufinden, warum das Mocknet keine Briefe mehr zustellt, Kupo. Also wenn Stiltskin die Sache die Hand nimmt, danke, Damen... Dann ist das Rätsel schon so gut wie gelöst, Kupo. Aber warum nur stellt Mokimilian eigentlich keine Briefe mehr zu, Kupo? Was denkt ihr hinter diesem Rätsel? Und das macht erstmal Kupo mal. Keine Ahnung, weiß ich selber nicht, aber sollten wir Ratten sein. Yeah, Jazzman. Ah ja, hier haben wir wieder das Bild vom Spiel von Licht und Schatten. Gehen wir erstmal hier durch diesen Durchgang und sehen, dass wir hier nicht weiterkommen. Aber ich glaube, hier ist noch eine Kerze irgendwo oder so. Nö, ist nichts. Aber hier kommen wir dort rüber. Auf die andere Seite. Hier müssen wir dann auch ein bisschen mit den Kerzen rumspielen. Hier müssen wir aber das Bild anmachen. Das Bild beleuchten. Unter anderem. Dann müssen wir, glaube ich, einmal den Engel so bescheinen, damit dort nichts passiert. Dann kriege ich doch mal die Perle hier. Ich glaube, ich muss den Engel von beiden Seiten bescheinen lassen. So, machen wir mal Block. Jawohl, dadurch taucht die Perle auf. Ich glaube, der Schatten vom Dämon und von Engel mussten sich überschneiden. Du, der zum Palast behütet, beziehe dem Schild, die Ausweich von Magie, ein Respektschild also. Aha, gut zu wissen. Dadurch kriegen wir den Eisenhandschuh. So, wenn die sich überkreuzen sollen, wird diese Kerze aus. Block. Wow. So sieht die, der Schatten sind richtig, richtig schöne Kriegerpose. Das Schwert kann man sogar gar nicht sehen. Okay, aber Verführung der Geister. Der Schatten des Bösen nicht jagend, aber den Schatten des Heiligen folgend. Ich glaube, ja, ich glaube, ich muss die beiden wirklich überschneiden lassen. Werden wir sehen. Ansonsten muss ich entweder die beiden überschneiden oder die beiden voneinander weg. Werden wir jetzt sehen. Jetzt sollte sich, nichts tun. Okay. Dann würde ich mal sagen, tue ich es mal jetzt mal hier wieder anmachen. Pluck. Den komischen Schatten zeigen und nun hier. Au. Nun kriegen wir hier die Perle. Huh, voll vergessen, dass ja auch alles. Den Hut wieder strafft gegen Magie. So, schnappt er die Perle. Und drin ist eine Kapuze. Sehr schön. So, dann machen wir es mal hier aus. Pluck. Und nein, ich musste beide voneinander weg. Na ja, gut, okay. Aber wenn es selber nicht richtig ist, dann wird es richtig lustig. Das ist das Problem, wenn man die Hinweise nicht richtig deutet, beziehungsweise nicht richtig liest. So, nach hier. Pluck. Passiert gar nichts. Ich weiß jedenfalls nicht, wie die paar Kerzen. Wahrscheinlich ein paar Kerzenschein oder sowas. So, pluck. Und tut sich immer noch nichts. Okay. Dann. Würde ich sagen, machen wir es mal so, dass der Dämon den Engel verfolgt. Versuchen wir es doch mal so. Wenn es dann auch nicht funzt, dann habe ich echt so ein bisschen den Faden verloren. Block. Kerzen aus. Dieses immer rüber, hin und her rüber schwenken ist manchmal ein bisschen nervig. So, jetzt aber. Ja, voll. Da haben wir es nun. Da kommen wir nun weiter. Und ich glaube, das führt uns sogar zum Ende dieses des Palais. Bin mir aber nicht ganz sicher. Tatsächlich. Und das ist interessant. Also mindestens eine Perle fehlt mir, glaube ich. Werden wir jetzt sehen. Sobald ich nämlich die Kerze aktiviere, dann geht der Bosskampf los. Und dafür, Leute, brauchen wir die Perlen. Denn je nachdem, wie wir die Perlen einsammeln, können wir halt die Werte des Gegners und seine Fähigkeiten beeinflussen. Aber was soll's. Haben wir die Sache dann auch schon mal hinter uns. Alarm, Alarm, Eindringlinge entdeckt. Eindringlinge umgehend eliminieren. Zum Überwachungsmodus auf Angriffsmodus schalten. Was ist das? Das ist die Stimme von Kutscher, ist es aber nicht? Nein, Aiko, Raika, was war Aiko? Das ist nicht Aiko, das ist Raika. Und warum habe ich eigentlich nicht mein schlaues Heft benutzt, um an die ganzen Perlen ranzukommen? Scheiß der Hund drauf. Obwohl, den Elfen auch ich sehr gut gebrauchen können.
Mal sehen. Fußkette, keins Armreif, Stahlrüstung, Kapuze, Eisenhandschuh. Ach, außer den Elfenohrring habe ich alles. Ach, warum nicht? Scheiß doch noch drauf. Nun geht es auf gegen den Bossgegner.